Ja, hallo auch von mir. Ich kenne ja doch einige aus der Gruppe. Freut mich, dass ihr es alle geschafft habt und dass ihr Interesse an dem Thema habt. Was über mich zu sagen ist, ist im Wesentlichen schon gesagt. Die Projektgruppe Lehre und Medienbildung in Braunschweig beschäftigt sich mit Hochschuldidaktik und mit dem Einsatz von Medien in der Hochschullehre. Der Bereich Medienbildung hat verschiedene Schwerpunkte. Einer davon ist eben Game-Based Learning. Dafür bin ich zuständig. Und ein Teil dieses Schwerpunktes ist eben der Einsatz von Planspielen. Und die möchte ich jetzt hier vorstellen. Es ist wirklich ein Einstieg, ein Überblick über so die didaktischen Grundlagen und die verschiedenen Elemente von Planspielen. Ich habe mal eine kleine Abfrage für den Anfang vorbereitet, wo Sie vielleicht einfach kurz sagen können, in was für einem Kontext Sie arbeiten. Also ob Sie aus der Hochschuldidaktik selbst kommen, ob Sie selbst Lehrende sind und welche Erfahrungen Sie mit dem Einsatz von Planspielen haben. Dann haben das alle. Also immerhin die Hälfte unterrichtet selber und hat dann ja vielleicht auch Interesse an Planspielen und es gibt kein großes Vorwissen. Dann sind Sie hier genau richtig. Dafür ist das Webinar konzipiert. Was ist ein Planspiel? Das ist eine Lehr- und Lernform, in der die Lernenden in einer Simulation Rollen übernehmen und über Regeln geleitet miteinander interagieren und mit dem Spiel interagieren. Dies ermöglicht experimentelles Handeln im Rahmen von Planungs- und Entscheidungsprozessen, eingebunden in soziale Interaktion. Die Auswirkungen dieses Handels, der Ablauf der Prozesse und die Zusammenhänge des simulierten Systems werden erfahrbar. Und das Ziel von Planspielen ist es, Kompetenzen zu entwickeln, die effektiv übertragen werden können auf reale Anwendungssituationen. Jetzt wissen Sie Bescheid. Ich habe das so lang aufgefächert, weil sich daraus auch die Gliederung des Webinars ergibt, aus diesen vier verschiedenen Aspekten dessen, was eigentlich ein Planspiel ausmacht. In der Gliederung sieht es dann so aus. Wir beginnen damit, dass ich kurz didaktische Prinzipien erläutere, die dahinter stehe. Wir dann uns mal angucken, für welche Lernziele Planspiele eigentlich verwendet werden können. Dann werde ich die drei Elemente, Rollenspiel, Regelspiel, Simulation, die zu einem Planspiel dazugehören, einmal kurz vorstellen und nochmal einen Überblick über den Ablauf eines solchen Spiels geben. Wir haben versucht, ein paar interaktive Elemente einzubauen, aber die Form Webinar ist nun mal eher vortragsorientiert. Wenn Sie Fragen haben, können Sie die jederzeit über den Chat oder auch übers Mikro stellen. Und ich denke, damit können wir dann auch einfach direkt einsteigen. Damit man sich ein bisschen besser vorstellen kann, worum es geht, habe ich drei Beispiele ausgesucht. Da haben wir einmal, ah, der kommt direkt richtig, das Planspiel Holistik. Das ist ein Spiel, was an der TU Braunschweig gespielt wird, ursprünglich als Big Motors im Bereich Industrie- und Werkzeugmaschinenfertigung, also im Maschinenbaubereich. Ist aber inzwischen auch auf verschiedene andere Fachbereiche übertragen. Ich glaube, das hier ist Outbreak, also in der Pharmazie. Und das Ganze kommt daher als so eine Art Unternehmensplanspiel. Was das ist, erkläre ich gleich. Es geht aber eigentlich darum, dass vernetztes Denken geschult wird in Bezug auf die
ja, verschiedenen Aspekte, die da eine Rolle spielen. Also in dem ursprünglichen Planspiel geht es dann darum, möglichst nachhaltige, umweltschonende Autos zu produzieren und trotzdem mit dem Unternehmen noch Gewinn einzufahren. Es ist aber keine Wirtschaftssimulation, anders als das, was man hier unten sieht. Das ist so der, oder ich sage mal, einer von drei klassischen Einsatzfeldern von Planspielen ist die Wirtschaft, vor allem betriebswirtschaftliche Bildung, wo dann die Unternehmensleitung sozusagen spielt. Also man übernimmt die Rolle einer Unternehmensleitung oder vielleicht auch verschiedener Abteilungen im Unternehmen und muss unterschiedliche Aufträge erfüllen. Also man muss die Produktion über einen bestimmten Zeitraum aufrechterhalten. Man muss eben Gewinne erwirtschaften. Und die benutzen hier tatsächlich Spielpläne. Sieht man hier oben in der Ecke auch noch bei dem Spiel. Und bedienen sich also tatsächlich Vorlagen irgendwie aus dem Brettspielbereich. Es gibt auch digitale Planspiele oder Hybride, so wie das Outbreak hier oben, wo man eben in einem Computer Daten eingibt, wo die Datenverarbeitung, die ein Teil von Planspielen ist, komme ich später noch zu, eine große Rolle spielt. Das dritte Beispiel ist das zweite typische Einsatzfeld von Planspielen. Das ist die politische Bildung. Und das, was wir hier sehen, sind die, es ist ein Beispiel aus den Model United Nations. Das ist ein Planspiel, was weltweit, soweit ich weiß, angeboten wird, irgendwie über die UN selber, wo eben man eine Generaldebatte der Vereinten Nationen nachspielt und Schülerinnen und Schüler in der Regel, gibt es auch mit Studierenden, in die Rollen der Delegierten der einzelnen Länder schlüpfen und dann eben in diesen Rollen irgendein reales politisches Problem, mit dem sich die Vereinten Nationen beschäftigen, diskutieren. Es gibt da irgendwelche Ausscheidungsmechanismen, ich weiß nicht genau, wie was funktioniert. Auf jeden Fall kann man sich dafür qualifizieren, sein eigenes Land in einer Model UN-Debatte in New York im Plenarsaal der Vereinten Nationen auch zu vertreten. Finde ich ganz spannend. Der dritte typische und auch älteste Anwendungsbereich von Planspielen, habe ich jetzt kein Foto dabei, ist das Militär. Und was man da vielleicht sieht, Wirtschaft, Politik, Militär, das sind alles Bereiche, in denen Entscheidungen getroffen werden müssen, die in der realen Welt sehr dramatische Konsequenzen haben können. Also da kann es tatsächlich um Menschenleben gehen, auch hier in einer Seuchenbekämpfung, in diesem Outbreak-Beispiel. Das ist ja alles, wenn da Leute Dinge ausprobieren müssen, erstmal, wenn tatsächlich Menschenleben oder Arbeitsplätze davon abhängen, wäre das relativ dramatisch. Deswegen ist es gut, einen sicheren Bereich zu haben, in dem Probehandeln passieren kann. Und deswegen ist es, glaube ich, auch kein Zufall, dass nach und nach gerade in diesen Bereichen Planspiele sehr viel eingesetzt werden. Sie dazu erstmal noch fragen. Dann machen wir mit den didaktischen Prinzipien weiter. Es geht um aktives Lernen, es geht darum zu lernen durch Handeln und es geht darum, dass etwas erfahrbar gemacht wird dadurch, dass man handelt. Was dahinter steckt, ist das Prinzip des erfahrungsorientierten Handelns, erfahrungsorientierten Lernens. Gar nicht so schwer. Modell, das da häufig angewendet wird, ist der sogenannte Kolb-Zyklus. Das sieht dann so aus: Jemand macht eine konkrete Erfahrung in einer realen Situation oder beim Planspiel in einer simulierten, möglichst wirklichkeitsnahen Situation. Die wird beobachtet und wird reflektiert. Was ist hier eigentlich gerade passiert? Warum ist das passiert? Die Frage des Warums führt dann dazu, dass man sowas wie ein abstraktes Konzept sich entwickelt. Ne, man könnte sagen, eine Theorie oder zumindest eine Arbeitshypothese darüber, warum das, was hier erfahren und beobachtet wurde, eigentlich passiert, wo eigentlich die Zusammenhänge herkommen. Aufgrund dieses Konzeptes
beginnt man selbstständig wieder zu handeln, führt Experimente durch und die führen dann wieder zu Erfahrungen. Das Ganze ist ein Zyklus, es ist also durchaus möglich, dass man an einem anderen Punkt einsteigt, dass ich also vielleicht eine Theorie habe, die teste, erfahre, was die Ergebnisse sind und dann aufgrund der Beobachtung die Theorie wieder anpasse. Also man muss nicht mit der Erfahrung anfangen, aber die bietet sich einfach an. So, übertragen auf Spiele, sieht es so aus, dass ich das Lernspiel zusammensetzt einmal aus den Lerninhalten, die ich reingeben will. Also was sind eigentlich meine Vermittlungsziele, mit was soll sich eigentlich im Spiel beschäftigt werden? Und zum anderen den Eigenschaften des Spiels. Also ohne da in die Tiefe zu gehen, den Spielmechaniken, die gewährleisten, wie eine Interaktion im Spiel eigentlich stattfindet. Also wenn ich als Beispiel ein Schachbrett habe, dann habe ich bestimmte Figuren, die sich auf bestimmte Arten und Weisen auf diesem Brett bewegen dürfen. Und das gibt quasi vor, welche Handlungsoptionen ich habe. Und ein Prinzip von Game-Based Learning wäre es, dass die möglichen Handlungen im Spiel und die Lerninhalte so weit übereinstimmen, dass ich im Spiel auch das tue, was ich eigentlich lernen soll dadurch. Während des Spiels selber, Spiele sind zyklische Prozesse, da gehen wir später im Detail noch drauf ein, handeln Spielende, bekommen dafür Feedback, fällen darüber Urteil, also da sind zwei Punkte in diesem Kolbzyklus so ein bisschen zusammengezogen, die reflektierende Beobachtung und die Konzeptbildung sind hier irgendwie in einem Punkt zusammengefasst und das führt wieder zum Verhalten. Wenn man das in einer Trainingssimulation durchführt, das gibt es ja auch, so Flugsimulatoren zum Beispiel, dann geht es auch oft darum, dass Handlungen so oft wiederholt werden können wie möglich. Das ist beim Planspiel nur bedingt möglich, teilweise auch einfach aus logistischen Gründen, weil das so lange dauert. Das, was in diesem Spiel passiert ist, muss ausgewertet werden. Das ist ein ganz wesentlicher und entscheidender Punkt, den ich später noch eingehen werde. Und das Ergebnis dieses Handelns im Spiel und der Auswertung, das ist dann das Lernergebnis, was natürlich idealerweise den Lernzielen, die ich mir vorher gesetzt habe, als derjenige, der das Planspiel anbietet, möglichst nahe kommt. So, Planspiele, haben Sie dazu Fragen? Ich sage, Sie können jederzeit Fragen stellen, aber ich werde nach solchen Folien immer noch mal nachhaken. Planspiele kann man betrachten auch als eine Form problemorientierten Lernens. Das ist ein Konzept, das entwickelte sich aus der Beobachtung, dass in Schulen und Hochschulen oft sogenanntes träges Wissen generiert wird. Das heißt, das Wissen ist vorhanden. Beispiel, das ich kenne, ist tatsächlich auch aus dem Planspiel entstanden. Da wurden BWL-Studierende genommen, die hatten bestimmte Prinzipien, über die wurden sie geprüft. In der Prüfung haben die alle gut abgeschnitten, die konnten das alles theoretisch erklären. Und die haben dann sind dann in einem Planspiel angetreten gegen Leute, die komplett fachfremd waren, die sich also mit diesen Inhalten noch nie beschäftigt hatten oder nur sehr oberflächlich und vage. Und die schnitten in dem Planspiel vergleichbar ab. Ich glaube, die Gruppe der BWL-Studierenden hat das Spiel sogar verloren. Also die hatten eigentlich das Wissen, was notwendig war, um das Spiel zu gewinnen, aber sie konnten es selbst in dieser simulierten Anwendungssituation nicht abrufen. Das gleiche Problem existiert auch in der Berufspraxis. Deswegen wurden mal diese Prinzipien des problemorientierten Lernens aufgestellt. Das kommt ursprünglich aus aus dem Medizinstudium, wo eben auch gewisses Risiko besteht, dass wenn Fehlentscheidungen getroffen werden, das sehr dramatische Konsequenzen haben kann. Es geht darum, dass es authentische Probleme sind, die der Wirklichkeit
oder die in der Wirklichkeit so auch vorkommen können und die situiert sind, also die in eine Situation eingebunden sind und nicht einfach nur völlig abstrakt irgendwie am grünen Tisch schon, aber nicht nur auf dem Papier diskutiert werden, dass es multiple Kontexte gibt, in denen diese Probleme auftreten können, dass man die aus verschiedenen Perspektiven betrachten kann, dass das Ganze sozial eingebunden ist, also dass man nicht nur alleine sich irgendwie mit dem Lernen auseinandersetzt, sondern dass das Ganze in einer Gruppe stattfindet und die auch mitgedacht wird im Lehr-Lern-Prozess, dass es da eine Unterstützung gibt beim Lösen der Probleme, aber eben nicht jemanden, der vorne steht und sagt, so, wir haben folgendes Problem, das ist die Lösung, sondern dass jemand sagt, denken Sie mal in die Richtung, haben Sie das mitgedacht, schauen Sie da nochmal nach. Und der wirklich nur im, oder die wirklich nur im absoluten Ernstfall erklärend eingreift im Sinne von, ich erzähle jetzt mal wirklich, wie das eigentlich alles funktioniert und gedacht ist. Spiele sind dafür besonders gut geeignet. Ein Zitat, das ich liebe von James Paul Gee, das ist einer der Begründer von Game-Based Learning als Begriff oder Konzept, der hat gesagt, Games are good problem solving with a win state. Also Spielen geht es in der Regel darum, irgendeine Form von Problem zu lösen. Aber es ist immer nur ein Spiel. Das heißt, Fehler sind okay. Ich kann Fehler machen und ich kann dann überlegen, oh, was war der Fehler und es nochmal neu probieren. In einer Prüfungssituation mache ich den Fehler, falle durch, habe aber wenig Chancen oder bestehe vielleicht auch noch, obwohl ich irgendwas nicht weiß. Und habe wenig Chancen, aus meinen Fehlern selbst zu lernen. In der Realsituation kann Fehler Haufen Geld kosten, kann Ansehen kosten. Und ne, ich habe schon gesagt, wenn man sich anguckt, wo Planspiele vorkommen, kann es eben sogar um Existenzen gehen. Das Fragen. Muss mich selbst immer dran erinnern. Ziel ist es also, dass Kompetenzen entwickelt werden im Lernprozess, die effektiv übertragen werden können auf Anwendungssituationen. Weniger, dass es darum geht, Theorien erklären zu können oder zu verstehen. Entsprechend wurden mal identifiziert für Planspiele verschiedene Lernzielfelder. Und zwar einerseits Handlungsfelder, eine Sachebene. Dabei geht es darum, Entscheidungen zu treffen. Und zwar nicht aus dem blauen Dunst raus, sondern indem man vorher was plant, indem man die Situation, die sich in der Simulation darstellt, auswertet, und aufgrund dessen dann Entscheidungen treffen kann. Und auf der anderen Seite einen sozialen Aspekt von Handeln. Was man immer sehen muss in einem Planspiel, ist, dass da tatsächlich Menschen real miteinander interagieren. Das heißt, wenn ich zum Beispiel bei diesen Model United Nations Verhandlungen zwischen unterschiedlichen Nationen habe, sind da echte Menschen, die miteinander verhandeln. Ich komme in die Situation, dass ich bestimmte Dinge präsentieren muss. Ich habe vielleicht eine Idee, welches Vorgehen für mein Team gerade sinnvoll wäre. Ich muss aber das Team davon überzeugen, weil die gerade was ganz anderes machen wollen. Und das führt natürlich auf allen Ebenen auch immer zu Konflikten. Das heißt, Planspiele haben immer so einen starken Aspekt von sozialem Lernen auch. Und zwar einerseits eben auf der Handlungsebene und zum anderen auf der Erlebensebene. Sachzusammenhang kann ich drüber lesen, vielleicht verstehe ich ihn dann, hier wird er irgendwie konkret erfahrbar. Wenn ich X mache, passiert Y. So. Wenn ich all mein Geld in Forschung und Entwicklung stecke, dann habe ich nichts mehr, um die nötigen Produktionsmittel einzukaufen, um mein Produkt überhaupt zu erstellen. Oder wenn ich keine Werbung mache. Ich habe irgendwie immer ganz viele Beispiele aus dem BWL-Bereich. Ich bin kein BWLer, aber das ist einfach der Bereich, in dem am meisten über Planspiele mitgeredet wird. Und man sieht, was Spiele natürlich auch anbieten können, ist so ein Zeitraffer-Effekt. Also ich simuliere eine Stadt und mein Spielverlauf sind nicht
die 2 Stunden, die das Spiel dauert, sondern im simulierten Spiel verlaufen 20 Jahre. Und ich kann langfristige Konsequenzen, langfristige Zusammenhänge sichtbar machen und im Erleben. Und natürlich gibt es auch ein Sozialerleben. Da geht es auch darum, sich selbst zu erleben. Wie gehe ich damit um, wenn ich plötzlich eine wichtige Entscheidung treffen muss? Wie gehe ich damit um? Wie fühlt es sich für mich an, wenn ich eine Gruppe von 10 Leuten davon überzeugen muss, dass ich genau weiß, was gerade richtig ist und die anderen es vielleicht einfach nicht sehen, meiner Meinung nach? Wie fühlt es sich für mich an, wenn die anderen dann sagen, nee, nee, das war falsch? Oder die sagen alle, ja, okay, du hast recht, wir machen es so und es geht schief. Und auch wie Gruppendynamiken sich tatsächlich anfühlen, wenn ich mittendrin stecke. All das kann erlebt werden im Spiel. Die Qualitäten sind dann was, das in Umfragen mit Planspielteilnehmern rausgearbeitet wurde und zeigen nochmal ganz viel von dem, was ich gesagt habe, dass das von den Teilnehmenden selbst auch so gesehen wird. Also, wie erlebe ich mich selbst in bestimmten Handlungskonditionen? Wie gehe ich mit Erfolg, Misserfolg um? Wie gehe ich damit um, wenn andere sich nicht so verhalten, wie ich das für angemessen halten würde in der Situation? Ich habe die Möglichkeit, Erfahrungen zu machen. Was heißt es eigentlich, Unternehmensleiter zu sein? Was heißt es eigentlich, Abgeordneter zu sein? Wie beeinflusst das Interview, was ich der Presse gebe, am Ende meinen Wahlerfolg, um jetzt so ein typisches Beispiel aus politischen Planspielen zu nehmen? Wie kann ich mein Wissen, meine Fähigkeiten, die ich habe, die ich mitbringe, eigentlich sinnvoll einsetzen? Und es gibt die Möglichkeit zu trainieren. Probehandeln ermöglicht es, eine Handlung immer wieder und wieder durchzuführen, bis ich irgendwann sicher bin, bis ich Routine entwickeln habe, was ich, bevor ich tatsächlich in den Beruf komme, wo es dann auch um was geht. Und halt in diesen Bereichen Entscheidungsvorbereitung, Datenauswertung, präsentieren, planen, verhandeln. So. Gibt es dazu Fragen zu den Lernfeldern und Lernzielqualitäten? Dann mache ich jetzt mal ein bisschen schneller bei der nächsten Folie. Man unterscheidet 3 Wissensarten. Das reine Faktenwissen. Know what? Prozedurales Wissen. Ich weiß, wie etwas geht. Auch wenn ich vielleicht nicht weiß, warum, was das Fakten wäre, Wissen wäre und das Zusammenhangswissen, da geht es dann auch um Begründungswissen. Teilweise auch ist der Begriff Wissen vielleicht nicht so ganz geeignet um ethische Komponenten. Also ist es richtig, so zu entscheiden? Und wie Sie sich vielleicht denken können, Planspiele oder überhaupt Simulationen, erfahrungsorientiertes Handeln sind eher für die Vermittlung von prozeduralem Wissen und von Zusammenhangswissen geeignet, weil man eben trainieren kann, weil man Zusammenhänge erfährt. Die großen theoretischen Hintergründe, die exakten Formeln muss ich wahrscheinlich auf einem anderen Weg erlernen bzw. vermitteln. Dazu passend, es gibt diese Lernzieltaxonomie, also wo mögliche Lernziele, kognitive Lernziele in dem Fall so nach ihrer Komplexität bewertet werden, eben angefangen mit dem reinen Erinnern irgendwelcher Fakten, was deswegen ist es unten auf der Pyramide Basis für alles andere ist, bis hin dazu, dass ich wirklich Neues erschaffen kann mit meinem Wissen. Ich schalte hier jetzt mal so ein Zeichentool frei. Sie können... Moment. Da ist er, mein Zeiger. Sie können hier diesen Stift auswählen und damit haben Sie die Möglichkeit, hier jetzt auf der Folie zu schreiben und vielleicht einfach mal zu markieren, was Sie glauben, für welche kognitiven Lernziele Planspiele besonders geeignet wären.
Ja, passend dazu, dass sie zum Vermitteln von Faktenwissen nicht so geeignet sind, erinnern wahrscheinlich auch, wenn ich irgendwelche Formeln tatsächlich anwenden muss, muss ich mich an sie erinnern und werde sie vielleicht anderweitig auch wieder abrufen können, aber die Ziele, die man sich setzt, sollten irgendwo auf einer Ebene des Anwendens von Wissen, Analyse von Zusammenhängen, Bewertung von dem, was man tut, um eben Entscheidungen zu fällen. Das Wort werde ich noch oft benutzen, weil das ist der Kern eines Planspiels, es ist eine Entscheidungssimulation zu treffen. Wie weit das dann schon erschaffen ist, weiß ich nicht, hängt, glaube ich, ein bisschen auch von der Komplexität der Aufgaben ab, aber das ist so der Bereich, in dem Sie mit Planspielen gut arbeiten können. Anwenden, analysieren, bewerten. Mit Sicherheit hilft es auch beim Verstehen und Erinnern. Aber das ist der Rahmen, für den es sich auch lohnt, den Aufwand zu betreiben. So. Planspiele? Gibt es zu diesen Lernzielfeldern, Lerntaxonomie, dem ganzen Teil Lernen mit Planspielen und welcher Didaktik dahinter steht, noch Fragen von Ihrer Seite? Weil sonst gehen wir gleich dazu über, mal ein bisschen anzugucken, woraus eigentlich so ein Planspiel besteht. Du hattest gerade gesagt, ab wann lohnt es sich oder diesen Aufwand zu betreiben, es muss sich lohnen. Da würde ich gerne nochmal was zu hören im Laufe des Webinars. Vielleicht, vielleicht auch am Kommt. Ende, vielleicht passt es jetzt genau. Ich würde beim Ablauf doch mal darauf eingehen, weil man es dann vielleicht ein bisschen besser einschätzen kann, wie groß der Aufwand ist. Aber es Das gibt finde ich natürlich spannend. unterschiedliche Arten, mit dem Aufwand umzugehen. Also man kann sich auch Planspiele einkaufen, aber es ist dann natürlich wieder irgendwie ein finanzieller Aufwand und man muss trotzdem die Zeit dafür zur Verfügung stellen. Würde ich aber gerne später machen, wenn es jetzt nicht für Nein, alle ist super alles gut. spannend ist. Okay. Also, Planspiel habe ich ganz am Anfang quasi als erstes über zum Thema gesagt, besteht aus einer Simulation, in der Lernende, Spielende, ist in dem Fall dann hoffentlich identisch, Rollen übernehmen und durch Regeln geleitet miteinander und mit der Simulation, muss man sagen, interagieren. Eine Simulation ist ein dynamisches Modell. Wie kommt die zustande? Ich habe eine Realität. Die beobachte ich. Und als Wissenschaftler definiere ich, was passiert in der Realität. Ich habe eine Theorie oder schaffe mir ein Modell davon, wie die Zusammenhänge in der Realität sind. Also was die Zusammenhänge sind. Habe dann also dieses wissenschaftlich begründete Modell. Dann komme ich als Didaktiker und überlege, wie kann ich dieses Modell übersetzen in eine Simulation. Ein Modell, das so beschaffen ist, dass die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Elementen des Systems sichtbar werden, erfahrbar werden. Und wie kann ich das so gestalten, dass die Abläufe auch klar werden. Also dynamisch heißt, eine Simulation ist kein statisches Modell eines Ist-Zustandes, sondern ist ein Modell, in dem es einen Verlauf gibt, in dem eine zeitliche Veränderung passiert. Die kann auch irgendwo in einem Computer ablaufen, ohne dass Menschen darin eingreifen, aber eine gute Art, diese Eingriffe durch Menschen möglich zu machen, wäre eben das Spiel, indem ich die Simulation erkunden kann. Indem explorativer, also eine Erkundung der Simulation, des Systems eben möglich ist, wodurch dann hoffentlich oder wodurch dann der Lernprozess initiiert werden soll. Ich sage immer hoffentlich, weil natürlich immer irgendwelche äußeren Faktoren da auch reinspielen können, aber auf die haben wir in keinem Lehr-Lern-Setting wirklich Einfluss. Wichtig ist, dass die Plausibilität des Modells Voraussetzung für den Lernerfolg ist.
Zum Beispiel ist SimCity ein Spiel, das Stadtplanung simuliert. SimCity, kennen wahrscheinlich die meisten, mal ein populäres Spiel zumindest gewesen, ist aber als Modell von Stadtplanung, das haben wir, als wir das mit Stadtplanern mal besprochen, oder Kollegen von mir das mit Stadtplanern gesprochen haben, einfach viel zu unterkomplex, um wirklich Realität abzubilden. Also das Einzige, was man da in einem Lehr-Lern-Kontext mitmachen könnte, wäre einfach Problemfelder erkennbar zu machen. Aber die Lösungen, die einem SimCity dafür anbietet, sind einfach nicht nah genug an der Realität, um damit wirklich größere Lernerfolge ziehen zu können. Simulation, muss man dazu natürlich sagen, ist immer systemisch gedacht. Also es geht mir immer darum, zu erkennen, aus welchen Elementen besteht mein Modell und welche Zusammenhänge haben die und wie beeinflussen die sich gegenseitig. Genau das Gleiche, dafür kommen wir aber bei den Regelspielen nochmal, dazu kommen wir bei den Regelspielen nochmal, passiert in Spielen in der Regel auch. Haben Sie zum Punkt Simulation noch was? Ich komme dann nämlich gleich zum Rollenspiel. Okay. Rollenspiel. Wir haben hier nochmal das Beispiel von vorhin. Die Schülerin, ich glaube, es ist eine amerikanische Highschool, die eben die Delegierten der verschiedenen Nationen übernehmen. Das heißt, sie vertreten da erstmal gar nicht ihre eigenen Positionen zu bestimmten politischen Fragen, sondern sie müssen sich auch damit auseinandersetzen, welche Position vertritt das Land, das ich hier spiele oder dessen Delegierten ich hier spiele, in der Wirklichkeit, warum ist das so? Was für Ziele haben die in der Verhandlung? Oder haben die vielleicht, sind die an dem eigentlichen Problem vielleicht gar nicht interessiert, können aber über die Verbesserung ihrer Beziehungen zu anderen Ländern oder indem sie geschickt verhandeln, für sich irgendwelche anderen Vorteile daraus ziehen. Das heißt, was mir das Spiel ermöglicht, ist eine Perspektivübernahme. Ich kann eine fremde oder mir fremde Perspektive einnehmen und muss die irgendwie durchhalten, weil ich sie ja im Spiel weiterhin plausibel vertreten möchte. Die Rollenidentifikation, die hoffentlich da ist, schafft eine Motivation überhaupt zu spielen. Also legt auch fest, was sind eigentlich meine Ziele. Die hängen mit der Rolle, die ich übernehme, zusammen. Schafft hoffentlich ein Empfinden von subjektiver Relevanz. Es ist mir jetzt wichtig, in diesem Spiel einen Erfolg zu erzielen, weil das, und der Erfolg hängt halt von der Rolle ab. Und hat natürlich auch nochmal Einfluss auf das, was wir bei diesen Lernzielqualitäten gesehen haben. Ich erlebe mich selbst in einem anderen Handlungskontext als meiner Alltagswelt. Im Spiel selber haben die Rollen dann natürlich Einfluss darauf, was habe ich für ein Ziel, welche Informationen habe ich und welche Handlungsmöglichkeiten bietet mir das Spiel nachher. Also die Gesamtheit der Handlungsmöglichkeiten wird sozusagen durch die Spielregeln festgesetzt, aber was genau sie in dem Spiel tun, ist dann häufig durch die Rollen festgelegt. Ich schalte jetzt einmal auf das Whiteboard um. Sie haben hier genau die gleichen Möglichkeiten, wie eben mit diesem Zeichentool auf der Folie. Sie können, wenn Sie Ihrer Handschrift am Computer nicht trauen, ich tue das nicht, auch Textfelder, na, mit dem T am Anfang, einfügen. Um eben vielleicht hier, wobei, wenn die meisten die Mikrofone frei haben, können wir natürlich auch einen Teil der
Diskussion, genau, im Text führen. Also Lernende generell jetzt mal unabhängig von dem, was sie machen. Wo sind da spannende Rollen? Aber natürlich, wenn das aus ihrem Bereich Beispiele gibt, das wäre ideal. Mal gucken, welche Fakultäten es gibt, ne, an der eigenen Hochschule, wo sowas eine Rolle spielen könnte. Genau. Wobei, also für so rein pädagogische Handlungsfelder wahrscheinlich ein elaboriertes Planspiel gar nicht so geeignet ist, sondern so Beratungssituationen, Coaching-Situationen, auch Situationen vor Klassen würde ich wahrscheinlich als reines Rollenspiel verorten. Der Unterschied ist der, dass einerseits, also die ganzen Lern- und Lehrprinzipien bleiben bestehen. Den Unterschied sehe ich darin, dass sie in einer Situation, also in der Simulation wahrscheinlich nicht so weit in die Tiefe gehen müssen und dass dieser ganze Aspekt des Regelspiels keine so große Rolle spielt. Also der Unterschied wäre, sie simulieren eine Handlungssituation, in der jemand eine Rolle übernimmt, aber so eine Aufteilung in Spielrunden mit irgendwelchen Aktionskarten, eine Zeitrafferfunktion oder sowas, das, was man vielleicht bei einer Projektleitung, bei einer Baustellenleitung, Stadtteilentwicklung, ist ein gutes Beispiel. Gibt auch Beispiele, wo Planspiele mit Bürgerinnen und Bürgern aus der Stadt tatsächlich durchgeführt wurden. Also wo nicht nur die Planung der Stadtteilentwicklung oder die Übung dessen, sondern wirklich die Planungsprozesse in diesen Planspiele umgesetzt wurden. Also ne, nichts davon ist falsch, aber Planspiel ist vielleicht tatsächlich ein Schritt größer, als man es eigentlich braucht. Wenn ich da eine glaubwürdige Rolle eines Gegenübers verkörpern kann und den Leuten klares Ziel gebe für diese Rollenspielinteraktion, für die Beratungssituation, die Lehrsituation, kann ich da Rollenspiele gut einsetzen. Wobei, wie gesagt, die Lernprinzipien und Ziele bleiben dabei weitestgehend die gleichen. Okay. Dankeschön. Das sind einige gute Ideen. Muss er erstmal kurz laden. Ich habe das eben schon angedeutet, der große Unterschied vielleicht dann zwischen der simulierten Situation im Rollenspiel und dem Planspiel ist, dass ich als letzten Aspekt noch ein Regelspiel drin habe. Vergleichbar einem Brettspiel oder einem Computerspiel, in dem einfach klar vorgegeben ist, welche Handlungsoptionen habe ich. Also erstmal, ich habe ein Ziel. Es gibt Siegbedingungen, ja, ich kann wettbewerbsorientiert spielen, also ich kann verschiedene Teams haben, die gegeneinander antreten. Ich kann Sieg auch definieren als das Spiel ist erfolgreich abgeschlossen. Bei einer Coaching-Simulation vielleicht schon gar nicht mehr so einfach.
Also da eine Siegbedingung aufzunennen. Die Regeln geben fest, wie ist der Spielablauf? Welche unterschiedlichen Stationen gibt es? Was kann an diesen Stationen gemacht werden? Wie kann ich mit dem Spiel interagieren? Das Modell macht es vielleicht deutlicher. Ich habe einmal das Modell, die Simulation, als der Bereich, in dem das ist, also in dem das System ist und in dem die ganzen verschiedenen Elemente des Systems miteinander interagieren. Und ich habe das menschliche Handeln, das diese Interaktionen auslöst oder verändert. Also denkbar ist durchaus auch eine Simulation, die auf eine bestimmte Art und Weise abläuft, und deren Ablauf dann eben durch menschliches Handeln verändert wird. Und das menschliche Handeln ist der Input und in welcher Form dieser Input passieren kann und welchen Output es wiederum gibt. Also wie den Menschen, den Akteuren und Akteurinnen im Spiel wiedergespiegelt wird, welche Auswirkungen ihre Aktion jetzt gerade hatte. Das ist das, was im Regelspiel passiert. Nochmal, ich habe das Schachbrett, ich habe meine Figuren, die sich auf bestimmte Art und Weisen bewegen können. Ich habe ein klares Ziel, ich soll den gegnerischen König schachmatt setzen. Dafür darf ich die Figuren auf ganz bestimmte Art und Weise jeweils bewegen. Immer eine Figur nach der anderen, weiß beginnt. Ich muss eine Figur bewegen und die Position der Figuren auf dem Brett und die Tatsache, dass wenn eine Figur auf das Feld einer anderen zieht, diese Figur rausfliegt, sind eben der Output, das Feedback, was mir das Spiel gibt. Übrigens ein ganz großer Vorteil, der bei Spielen gesehen wird im Lernprozess, dass man schnell klares Feedback darüber bekommt, welche Auswirkungen die eigenen Handlungen eigentlich haben. Gibt es dazu Fragen? Das war der wesentliche Block. Was ist eigentlich ein Planspiel? Jetzt gucken wir noch einmal kurz drauf, wie verläuft so ein Planspiel eigentlich? Was macht man eigentlich dabei? Das habe ich gerade erklärt an dem Schachbeispiel. Die erste Phase ist die Vorbereitung. Die habe ich in Klammern gesetzt, weil die hier jetzt groß durchzudeklinieren meiner Meinung nach keinen Sinn macht. Das sind so Sachen wie die ganze Logistik. Wo findet das statt? Wie lange muss das dauern? Wie viele Leute brauche ich dafür? Die Leute zu schulen, das Planspiel überhaupt erstmal auszusuchen oder eventuell eben, wenn man eins erstellen will, auch eins zu erstellen. Das ist keine Kleinigkeit, aber vor allem auch sehr, sehr konkret. Deswegen gehe ich da jetzt so drüber hinweg. Die erste echte Phase des Spiels ist die Einführungsphase. Dann wird das Spiel gespielt. Das ist die eigentliche also Durchführung ist das eigentliche Spielen des Spiels. Und daran schließt sich ganz wichtig eine Reflexionsphase an. Die Einführung ins Spiel besteht vor allem darin, dass ich den Leuten erkläre, was sie eigentlich machen müssen. Also, ich stelle vor, das ist ein Planspiel. Das spielen wir jetzt, damit Sie erfahren, wie es ist, in der Rolle einer Baustellenleitung zu sein. Man erläutert, welches Szenario es gibt, welches Gebäude soll gebaut werden. Also ganz viel auch von dem narrativen Teil, damit verbunden natürlich auch, welche Rollen gibt es, welche Akteure gibt es, was machen die eigentlich im Spiel. Und man erklärt die eigentlichen Spielregeln. Das Spiel teilt sich in Runden auf. Jede Runde repräsentiert einen Arbeitstag. In dieser Runde haben Sie 30 Minuten Zeit, um sich im Team zu beraten. Dann haben Sie 15 Minuten Zeit, um an diesem Computer da den Input zu machen. Das passiert, indem Sie auf irgendwelche Symbole klicken. Danach zeigen wir Ihnen, bekommen Sie ein Feedback dafür, was eigentlich durch Ihren Input jetzt passiert ist, also wie der
Arbeitsalltag auf der Baustelle verläuft, wie der Baufortschritt ist, ob sich irgendjemand verletzt hat, ob ihnen das Geld ausgeht und so weiter und so fort. Sie erklären den Zeitplan, sie klären alle organisatorischen Fragen, die Leute bekommen ihre Rollen zugewiesen. Die Rollen sind meistens auch mit irgendwelchen Spezialinformationen verbunden, die nur die Rolleninhabenden bekommen. So. Nach der Einführung passiert das eigentliche Spiel. Spiele sind, diesen Zyklus haben wir am Anfang schon mal gesehen, in dem Lernen mit Spielenmodellen, in dem Garris Alice Discrane Modell. Ein Spiel hat einmal einen Makrozyklus. Das ist ein kompletter Durchlauf des Spiels, vom Start bis zum Ende. Es ist vorstellbar, dass der in einen noch größeren Makrozyklus eingebettet ist, wenn Sie sowas wie ein Turnier machen. Dann ist jeder Makrozyklus, dann gibt es nochmal den größeren Zyklus des Spiels. Wichtig ist aber, dass dieser große Durchgang des Spiels wiederum in viele kleinere Zyklen unterteilt ist, die... Okay, ich kriege keinen Fall gerade. Die wiederum aus Verhalten der Spieler aufgrund eines oder Spielerinnen aufgrund eines vorher gefällten Urteils basieren und die das Feedback, das man dafür bekommt, enthalten. Ich bleibe bei dem Schachbeispiel. Ein Mikrozyklus wäre ein einzelner Zug. Der Makrozyklus wäre eben von Weiß zieht bis ein König ist Schachmatt oder eben es wird ein Remis erklärt. Das heißt, wir gucken uns diesen Mikrozyklus nochmal genauer an und ganz wesentlich darin nochmal diesen Urteilsprozess. Das ist nämlich der Willensbildungsprozess. Und da es uns ja um kognitives Lernen auch mitgeht, kann man sich den nochmal genauer angucken. Man setzt sich ein Ziel. Man überlegt, was hindert mich eigentlich daran, dieses Ziel jetzt zu erreichen? Was ist das Problem? Man überlegt, wie könnte ich denn dieses Problem jetzt beheben oder lösen? Man beurteilt die verschiedenen möglichen Ergebnisse oder Vorgehensweisen, die man hat, entscheidet sich für eine davon und implementiert die. Das ist dann das Verhalten. Dafür bekomme ich ein Feedback. Oh, ja. Und dann gleiche ich ab aufgrund des Feedbacks, hat denn diese Strategie, die ich hier jetzt verfolgt habe, die Handlung, die ich jetzt durchgeführt habe, tatsächlich das gewünschte Ergebnis erzielt. Oder mich meinem Ziel irgendwie näher gebracht, hat die das Problem irgendwie gelöst. Das klingt jetzt nach einem sehr langen, komplizierten Prozess mit viel, viel Nachdenken. Entschuldigung, das hängt aber sehr vom Spiel ab. Also wenn Sie irgendein reflexorientiertes Computerspiel haben, dann ist das die Frage, wann drücke ich den Springen-Knopf? Im Planspiel ist es sicher eher eine Überlegungsphase, die auch noch in einer Gruppe passiert. Also die Problemstellung, Suchphase, Beurteilungsphase, Entscheidungsphase, das alles passiert nicht nur intern, sondern auch noch in einem sozialen Prozess. Wenn ich damit fertig bin, brauche ich einen Reflexionsprozess. Der muss damit anfangen, erlebendes Spiel, da ist ein D zu viel, Entschuldigung, dass man erstmal nochmal reflektiert, was ist eigentlich, oder drüber redet, was ist eigentlich im Spiel passiert? Was haben Sie erlebt? Wie ging es Ihnen damit? Was dazu aber auch gehört, ist, dass die Leute aus ihrer Spielrolle rauskommen. Dass sie jetzt in den Modus kommen, okay, ich habe gespielt, aber ich bin jetzt nicht mehr die Baustellenleitung oder der Unternehmensleiter. Und der andere da, ne, ist jetzt nicht mehr mein Schachgegner, sondern jemand, mit dem ich zusammen über das Spiel rede, das wir gemeinsam gespielt haben. Also dass man aus diesen Antagonismen rauskommt und auch aus den Begründungszusammenhängen, die man vielleicht entwickelt hat, weil man die Rolle gespielt hat. Also
ich vertrete jetzt nicht mehr, das ist jetzt ein Beispiel aus dem realen Leben, die USA, also in einem, ich habe mal Model United Nations gespielt, ich war die USA, es ging um den Friedensprozess in Palästina und um die Frage, können wir Palästina als eigenständigen Staat anerkennen, und natürlich haben wir als USA da uns total quergestellt bis hin zum Veto im Sicherheitsrat. Ich darf jetzt aber in der Reflexion, in der Analyse diese Position nicht mehr vertreten, sondern ich muss eben darüber reden, warum vertreten die USA eigentlich diese Position. Genau, das ist die Distanzierung von der Rolle. Dann wird der Verlauf des Spiels nochmal analysiert, also auf einer kognitiven Ebene, weniger das Erleben nochmal besprochen im ersten Schritt. Das Ganze wird auf die Theorie übertragen und das dient dazu, den Realitätsbezug herzustellen. Am Modell mal schnell. Am Ende des Spiels steht dieses Debriefing. Was habe ich erlebt? Was ist passiert? Raus aus den Rollen. Aufgrund dessen kann ich mir die Simulation nochmal angucken, um zu verstehen, was in der eigentlich passiert ist. Weil ich es ja im Spiel erlebt und gesehen habe. Daraus sollte sich ein Verständnis dafür ergeben, wie in dem Modell die einzelnen Elemente des Systems zusammenhängen. Was hoffentlich ermöglicht, in einer Realsituation adäquat zu handeln. So. So viel zum Ablauf von Planspielen. Warum ist das aufwendig? Oh, wir haben noch 5 Minuten. Es ist ein relativ hoher logistischer Aufwand. Also nein, der erste und der Aufwand hängt ganz viel damit zusammen, dass das einmal ein sehr zeitintensiver Prozess ist. Ein Planspiel spielen Sie nicht in einer halben Stunde. Nicht, wenn es wirklich ein Ergebnis bringen will. Sondern das braucht eine gewisse Zeit. Die Leute müssen sich überhaupt erstmal in die Rollen reinfinden. Die müssen verstehen, was passiert hier eigentlich. Sie müssen mehrere Spiel-Mikrozyklen durchlaufen, um überhaupt die, damit überhaupt Zusammenhänge zwischen ihren Handlungen und den Geschehnissen in der Simulation passieren. Soweit, dass sie dann eine Möglichkeit haben, da auch reflektiert drüber nachzudenken. Dazu kommt der logistische Aufwand. Ja, das ist das, wo ich eben so drüber hinweggegangen bin, aber natürlich, sie brauchen einen großen Raum. Das Holistic Big Motors Planspiel, da sind, glaube ich, 30, 40 Leute einen ganzen Tag beschäftigt und die brauchen viel Platz. Die in unterschiedlichen Teams arbeiten, die nochmal in Teams arbeiten, also sie brauchen viele Tische, die müssen relativ viel Computer ranfahren und irgendwelches anderes Spielmaterial. Und sie müssen erstmal das Planspiel erstellen. Das heißt, sie müssen erstmal ein theoretisches Modell in eine Simulation übersetzen und sich dann auch noch Rollen und Spielregeln überlegen, die in dieser Simulation, also die ermöglichen, mit dieser Simulation umzugehen. Und das müssen sie auch noch testen, ob es denn auch so funktioniert. Weil Spieldesign ist immer ein iterativer Prozess, der ganz, ganz viel Testen erfordert. Es ist einfach sehr aufwendig. Deswegen sollte man genau gucken, passt das zu den Zielen. Andere Möglichkeit wäre, jemanden einzukaufen, der das macht. Es gibt durchaus Anbieter für Planspiele, gerade im betriebswirtschaftlichen Bereich, aber auch im Bereich politischer Bildung. Da muss man dann halt das Spiel finden, das auf die eigene Lehr-Lern-Situation passt. Planspiele zur Stadtentwicklung gibt es mit Sicherheit. Zu einer Baustellenleitung weiß ich nicht. Ja. Das meinte ich mit, es ist eben nicht unaufwendig. Dafür ist es dann, wenn man es erstmal hat, auch ein relativ mächtiges Werkzeug, weil man natürlich auch in der Simulation skalieren kann, was passiert, wenn man ganz viele Möglichkeiten hat, gezielt irgendwelche Erlebnisse und Ereignisse einfließen zu lassen. Ja, ich sehe, wir haben kaum noch Zeit. Wollen wir jetzt noch kurz in die Abschlussdiskussion gehen für 3 Minuten? Was meinst du? Ja, wir können ja, also was mich tatsächlich nochmal interessieren würde, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob du es erzählen hast, wo man denn Planspiele findet. Also wenn man sich jetzt dem nähert. Also
Es gibt eine Planspiel-Datenbank auf der Homepage der Bundeszentrale für politische Bildung, wenn man was für einen Bereich politische Bildung sucht. Und es gibt Unternehmen, die solche Spiele anbieten, die auch die Konzeption solcher Spiele anbieten, mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Das ist dann mächtiges Google Foodie irgendwie zu finden. Das exakt passende Planspiel für das, was ich gerade vorhabe zu finden, ist relativ schwierig. Es gibt Anleitungen, wie man Planspiele baut. Also ich habe hier eine Seite auch mit Quellen. Es gibt Handbücher dazu. Aber Gibt es auch sowas wie ein Standardplanspiel, was man erweitern kann? es gibt mit Sicherheit Standardplanspiele zu sowas wie Unternehmensführung oder so, wo man dann Elemente dazu nehmen oder wegnehmen kann. Also wir versuchen in Braunschweig mit diesem Holistik ein bisschen sowas zu machen, aber das ist halt auch kein Universalinstrument, sondern es geht darum, vernetztes Denken zu fördern. Das ist mit Erfolg auf unterschiedliche Bereiche übertragen worden. Mit Sicherheit kann man die Technik und die Infrastruktur da auch nutzen. Das Spiel ist übrigens auch unter einer OER-Lizenz. Ah, es gibt Wenn man OER-Spiele. die, meine ich zumindest. Also es gibt jetzt eine Ausgründung von Leuten, die haben das Spiel unter eine freie Lizenz gesetzt und beraten dazu und führen das dann im Ernstfall auch durch. Ja, aber so einfach zu sagen, ich brauche ein Planspiel für das, da den zentralen Ort, das weiß ich nicht. Im Zweifelsfall, es gibt die große Planspielvereinigung, Sachsaga ist, glaube ich, die ISAGA ist die internationale. Ich weiß gerade gar nicht genau, wie die deutsche Abkürzung ist. Ist Hast relativ du das in den kompliziert. Quellen hinten drin, solche Links oder? Müsste ich alles in den Quellen haben, ja. Dö, dö, dö. Planspiele, Game Design. Also das Buch, was ich empfehlen würde, auf das ich mich am meisten bezogen habe, ist hier das von Blötz, 2008, Planspiele in der beruflichen Bildung. Weil das das Umfangreichste ist. Der Pfeil hängt hier oben irgendwie fest. Der mag. Ah, da ist er. Nee, Sachsage habe ich hier jetzt nicht mit dran. Aber das ist halt die Organisation der Planspiellernenden, Planspiellehrenden, Planspieldurchführenden. Die vermitteln mit Sicherheit auch Leute. Okay, ich glaube, wenn Fragen noch bestehen, die Zeit ist jetzt um. Du bist sicherlich auch bereit, auch außerhalb dieses Webinars ein paar Fragen zu beantworten oder vielleicht auch noch mal ein paar Quellen zu schicken, wie zum Beispiel für die Die BPB. Bundeszentrale für politische Bildung. Na, wobei man das auch gut Naja, googeln kann. hier. Also ja, hier BPB/Planspiele. Das ist jetzt der Theorietext, der da steht, aber unter der URL, das ist dann ein Reiter an der Seite, ist dann auch deren Planspieldatenbank. Ist das hier auf dem? Ja, okay, Ja, gut. Moment. Ah ja, genau. Gut, dann erstmal herzlichen Dank, Julix, für Gerne. die interessante Einführung in Planspiele und Rollenspiele.